Wir befinden uns in einem weiteren spannenden Abenteuer der Resident Evil Serie. Noch sind die Bilder der Dreamcast-Version entliehen. Doch Hersteller Capcom bastelt an einer überarbeiteten Version von Code Veronica, die auch für die PlayStation 2 erscheinen soll. Zeitlich ist der Ableger etwa 3 Monate nach dem zweiten Teil angesiedelt. Claire Redfield wird nach einem Einbruch in der Umbrella-Basis gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen. Schon bald bricht eine Variante des T-Virus aus und verwandelt die meisten Menschen auf der Insel in Zombies. Einer der überlebenden Gefängniswärter lässt Claire entkommen. Sie freundet sich mit dem jungen wilden Steve Burnside an. Auf der Flucht von der Insel begeben sie sich auf die Suche nach Claires Bruder Chris. Die in Echtzeit berechneten 3D-Hintergründe, übrigens eine Premiere in der Resident Evil-Serie, sowie die filmreifen Render-Sequenzen werden, da sind wir sicher, auch in der PlayStation-Version für offene Münder sorgen. Wunschlos glücklich wären wir, könnten die Macher für eine entsprechende Umsetzung des genialen Soundtracks sorgen. Am Gameplay hat sich gegenüber älteren Teilen der Serie fast nichts geändert. Auch in Code Veronica müssen eher einfache Rätsel gelöst und Gegner aus dem Weg geräumt werden. Dabei stellt wie gewohnt der wohldosierte Umgang mit der spärlich gesäten Munition die größte Herausforderung dar. No! We can't take off unless we raise the bridge!